Hallo meine Lieben, heute geht's endlich mit dem M50 Motor vom Cabrio weiter. Viel Spaß! Endlich ist es soweit. Die Kolben sind nach so langer Zeit angekommen und der Motor kann wieder zusammengebaut werden. Was ist in der Zwischenzeit alles gemacht worden? Also die Zylinder wurden auf 84,5 mm aufgebohrt. Das ist schon das zweite Übermaß. Warum? Der Motorenstandsetzer sagte, dass hier oben am Rand, da wo der Kipppunkt vom Kolben ist, schon zu viel Material abgetragen wurde. Ich blende euch mal ein Bild ein. Hier kann man es sehen. Und um den wegzubekommen, musste so weit aufgebohrt werden. Dann wurde gehont, plan geschliffen und komplett gereinigt. Ich habe den damit Hochtemperaturlack noch lackiert. So sieht das Zeug aus. Er hat alle Lager nochmal nachgemessen und kam auf das gleiche Ergebnis wie ich. Alles noch in der Toleranz. Dann wurde die Kurbelwelle auf Rundlauf und Höhenschlag kontrolliert. Da war alles in Ordnung. Alle Lagerstellen wurden poliert, um kleine Einschlüsse und Oberflächenbeschädigungen rauszubekommen. Die sehen jetzt alle wieder aus wie neu. Dann wurden die Pleuele und vor allem das Pleuelauge kontrolliert. Hier darf nicht zu viel Spiel vorhanden sein. Das war alles noch in Ordnung. Dann hat er noch das Pilotlager getauscht. Das alte war aber noch völlig in Ordnung. Wenn man schon alles überholt, dann sollte man nicht an 10 Euro sparen. So, wir haben den Block schon mal vom Motorständer abgenommen und auf den Tisch gestellt. Das sollte man schon zu zweit machen, der wiegt schon ein bisschen was. Das Wichtigste bei solchen Arbeiten ist, dass man alles schön sauber macht, vor allem hier innen. Die ganzen Gewinde habe ich mit Bremsenreiniger geflutet und mit Druckluft ausgepustet. Die Lagerdecke habe ich mit Nussschalengranulat gestrahlt. Die sehen wieder aus wie neu. Die gesamten Ölkanäle hat der Motorenstandsetzer gereinigt. Die Ölspritzdüsen müssen alle noch rein. Kleinen Moment, ich hole die mal schnell. Das sind diese hier. Die darf man auf keinen Fall vergessen. Die kommen hier in die Bohrungen der Lagerstühle rein. Die sind zur Schmierung des Kolbenbolzens da und kühlen den Kolben. Die werden einfach so reingesteckt. So. Es sind insgesamt 6 Stück, ist ja klar. Wir haben ja auch nur 6 Kolben. Jetzt kann man anfangen, alles wieder zusammenzubauen. Zuerst kommen die neuen Lagerscheine rein. Ich nehme die von Glyco mit dem Standardmaß. Das steht hier. STD. Man muss aufpassen, dass man auch die richtigen nimmt. Mir wurden zuerst die falschen geliefert. Die hätten auf beiden Lagerschalen eine Schmiernut. Das darf aber bei dem Motor nicht sein. Nur die untere Lagerschale, die ins Kurbelgehäuse eingebaut wird, darf die nur haben. Die in den Lagerdeckel kommt, darf keine haben. So wie die. Nun baue ich die ein. Die mit einer Haltenase und Schmiernut hier rein. Unbedingt darauf achten, dass die Lagerschale genau auf beiden Seiten bündig ist mit dieser Fläche hier. Jetzt die mit 2 Haltenasen ohne Schmiernut in den Lagerdeckel. Auch hier darauf achten, dass es genau auf beiden Seiten bündig ist. Und das macht man mit den anderen Lagerstellen genauso. Nur aufpassen bei der 6. Lagerstelle, da ist ja das Spurlager. Da kommen die Lagerschalen mit dem Rand rein. Wenn alle drin sind, die Lagerscheine im Kurbelgehäuse mit Öl einschmieren. Am besten mit dem Öl, was ihr nachher fahren wollt. Hier nicht mit Öl sparen. Es kann ruhig an den Seiten runterlaufen und das macht nichts. Jetzt kommt die Kurbelwelle rein.
Das Vieh ist schon ziemlich schwer. Kurzer Schnitt. Ja, ich weiß, die Kurbelwelle sollte man zu zweit einsetzen. Aber mit meinem Cousin klappt es nicht wirklich. Der verkantet immer. Darum mache ich es lieber alleine. Das nur zur Info. Weiter geht's. Wenn die sich ohne Widerstand leicht drehen lässt, sitzt sie richtig drin. Ich habe mir hier hinten zwei Schrauben vom Schwungrad reingeschraubt. So kann man die besser schleppen und man quetscht sich nicht die Finger beim Einsetzen. Als nächstes setze ich die Lagerdecke ein. Die kann man eigentlich nicht vertauschen. Die sind von 1 bis 5 durchnummeriert. 1, 2, 3, 4, 5. Die beiden haben keine Nummer. Aber das ist unser Spurlager. Das ist hier seitlich eingefräst, damit die Lagerschale mit dem Rand drauf passt. Und die kommt immer auf die 6. Lagerstelle. Dann bleibt nur noch der übrig. Und der kommt dann natürlich auf die 3. Lagerstelle. Die eingestanzten Nummern müssen immer zur Abgasseite zeigen. Die schmiert man auch ordentlich mit Öl ein. Jetzt kommen noch die Schrauben rein. Hier schreibt BMW vor, neue Schrauben zu nehmen. Sind ja Dehnschrauben. Ich habe die direkt bei BMW gekauft. Die Schrauben soll man am Gewinde auch leicht einölen. Das reicht. Die Schrauben werden mit einem Fügemoment von 20 Newtonmeter angezogen und mit einem Drehwinkel von 50 Grad festgezogen. Die haben eine Schlüsselweite von 17 mm. Mit so einem Spezialwerkzeug geht es mit dem Drehwinkel super. Aber sowas ist nicht gerade billig. Darum habe ich es mir selber gebaut. Das hier war meine kaputte Pucksäge. Das habe ich von einem kaputten Gelenk genommen, in ein Stück Blech ein Langloch reingeflext und hier angebraten. Ein Gewinde reingeschnitten, ein Knebel rein und fertig ist das Spezialwerkzeug. Kostet nichts. Und das Gute ist, man kann immer noch das Originalteil, was mit dabei war, benutzen. Der Drehwinkelmesser vom BGS kostet einen Zehner. Als nächstes baue ich den Abschlussdeckel mit dem Kurbelwellen-Simmerring wieder ein. Den Simmering habe ich ja schon im Ölpumpen-Video erneuert. Bevor man den einbaut, müssen die Dichtflächen hier und hier schön sauber sein. Dann kommt die neue Dichtung drauf. Die steckt man einfach auf die Passhülsen drauf. Jetzt ölt man noch die Lauffläche der Kurbelwelle ein, damit der Simmering leichter drauf geht. Nun kann man den vorsichtig draufstecken. Ihr müsst aufpassen, dass man nicht die Dichtlippe zu weit nach vorne drückt. Bei sowas sofort aufhören und neu ansetzen. Der Abschlussdeckel muss in die beiden Passhülsen rein.
Der muss zum Schluss überall bündig anliegen. Jetzt noch die Schrauben rein. Die vier werden mit einer 10er Nuss und 10 Newtonmeter festgezogen. Und die beiden hier oben mit einer 13er Nuss und 24 Newtonmeter. Jetzt bin ich alles nochmal durchgegangen und habe bemerkt, dass ich voll der Fuscher bin. Die Superprofis haben es bestimmt schon gemerkt, dass ich was vergessen habe. Schaut mal hier, den Halter für das Saugrohr von der Ölpumpe habe ich vergessen. Darum kann ich nur jeden empfehlen, der seine Arbeit abgeschlossen hat, alles nochmal nachzukontrollieren. Das mache ich immer. Fehler können jeden Mal passieren, nur muss man die bei der Nachkontrolle auch finden. Gut, dass ich 2 Zehnerpacks an Schrauben gekauft habe, sonst hätte ich nochmal losfahren müssen. So, kommen wir zu den Kolben. Die sind von der Firma Viseco und sollen in den USA produziert werden. Das ist ein Komplettset. Da drin sind 6 Schmiedekolben. Die haben eine spezielle Beschichtung hier am Kolbenhemd. Die soll die Abriebfestigkeit erhöhen und die Aluminiumoberfläche haltbarer, also langlebiger machen. Dann sind Kolbenringe bei. Ein verstärkter Kolbenbolzen und 2 Sicherungsringe für den Kolbenbolzen. Durch die Kolben wird die Verdichtung von Serie 10,5:1 auf 11:1 erhöht. Und die kann man problemlos mit den Serienpleuen und der Serienkopfdichtung fahren. Jetzt kommt mir nicht gleich wieder mit, warum hast du nicht gleich Haarschaft-Stahlpleule genommen? Klar, hätte ich gern genommen. Aber die kosten fast genauso viel wie die Kolben. Über 800 Euro. Kann ich mir leider nicht leisten. Schauen wir uns mal die Sachen genauer an. Als erstes ist mir aufgefallen, dass auf dem Kolbenboden keine Einbaurichtung angegeben ist. Das ist schon mal schlecht. Jetzt kann man das messen. Denn das Kolbenauge sitzt nicht genau in der Mitte, sondern wenn man von der Steuerseite drauf guckt, leicht nach links versetzt. Hier kann man es auch schon mit bloßem Auge sehen. Hier ist es dicker und hier dünner. Hier ist die Steuerseite, also kommt er so rein. Dann kann man es auch noch an den Ventiltaschen erkennen. Auf der Einlassseite sind die immer größer als auf der Auslassseite. Hier ist die Steuerseite, wo die Steuerkette ist. Also ist hier die Einlassseite. Dann ist das unsere Einbaurichtung. Als nächstes kommen wir zu den Kolbenringen. Da habe ich gleich mal eine Frage vorweg an alle. Wer hat schon mal Übermaß Sportkolben verbaut? Hand hoch. Ich habe es auch noch nicht gemacht. Nur nach dem neuen hohen Serienringe verbaut. Das ja. Aber hier ist alles ein bisschen anders. Hier ist nichts mit Plug and Play aus schön durchnummerierten Tütchen, die Kolbenringe einfach drauf machen. Nix da. Die wurden hier einfach in eine Pappschachtel reingeschmissen und fertig. Wer ein bisschen Ahnung von der Materie hat, kann die Kolbenringe locker zuordnen. Der Ölabstreifring besteht ja aus 3 Teilen. In die Mitte kommt ja der Federring. Und oben und unten die Stützringe. Dann haben wir hier die 2 Kompressionsringe. Das ist der Rechteckring, der kommt ganz oben hin. Und hier haben wir den Minutenring. Der hat hier außen so eine kleine Kante. Das sieht so aus. Und der kommt in die Mitte. Soweit so gut. Da ist auch eine Menge Papierkram mit dabei. Und das sollte man sich unbedingt durchlesen, vor allem die Einbauinstruktion. Und darin steht, dass diese Kolben für verschiedene Zwecke geeignet sind. Für zum Beispiel Nitro-Einspritzung, Drag Race oder auch für den normalen Straßengebrauch. Das bedeutet, dass die Kolbenringe immer ein Stück größer geliefert werden, sodass das Stoßspiel viel zu klein ausfällt. Also muss man das immer individuell für jeden Zylinder und jeden Zweck einstellen. Ich habe es für mich schon gemessen und der hat nur 0,2 mm Spiel. Das ist natürlich viel zu wenig für meinen Motor. Das sollte beim obersten Ring zwischen 3,5 und 4 Zehntel liegen. Also muss man vom Kolbenring ein Stück wegnehmen, um auf das Maß zu kommen. Aber wie nimmt man vom Kolbenring etwas weg, um das Spiel zu vergrößern, damit es passt? Abflexen, Plasmaschneider oder ein Schweißbrenner. Das ist alles nicht so das richtige Werkzeug dafür. Es gibt extra für Kolbenringe eine Kolbenringfeile. Und was soll ich euch sagen, die habe ich. Natürlich nicht. Die muss ich mir jetzt nur besorgen. Habe auch schon im Netz nachgeschaut und eine günstige gefunden.
Aber die hat eine Lieferzeit von 2 bis 3 Wochen. Das heißt, ich muss an dieser Stelle erstmal das Video abbrechen und wenn die Kolmring-Pfeile da ist, weitermachen. Ich ärgere mich gerade über mich selbst, dass ich mir nicht schon viel früher die Einbauinstruktion durchgelesen habe. Echt ärgerlich. Aber was soll man machen? So ist es manchmal im Leben. Man kann daraus nur lernen. So, das war's auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Woche kommt hier der Akku-Winkelschleifer-Test. Stahlwerk gegen Diewold mit einer riesen Verlosung. Bleibt mir bis dahin alles schön gesund. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Gina.